Und auf Bali begrüße ich jetzt meine Kollegin Imke Köhler. Frau Köhler, ist es so, wie es den Eindruck hier in Europa hat? War der Elefant im Raum, in Anführungsstrichen, also das beherrschende Thema, der Krieg? Absolut, ja. Das kann man nicht anders sagen. Es geht hier wirklich in erster Linie um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist das Top-Thema. Auch das, was alles andere überschattet. Wobei es interessant war, dass Russlands Außenminister Lavrov, der ja hier Präsident Putin vertritt, eigentlich über den Krieg gar nicht sprechen wollte. Er hat gesagt, die Themen Sicherheit und Krieg und Frieden, die würden doch in den UN-Sicherheitsrat gehören. Wenn man dann darüber hier sprechen würde, würde das in das Mandat des UN-Sicherheitsrats eingreifen. Und er war also der Meinung, das würde nur die Atmosphäre stören und man sollte sich auf soziale und Wirtschaftsthemen beziehen und berufen. Das haben natürlich viele ganz anders gesehen. Der Krieg ist ein Bruch internationalen Rechts und ein Bruch der UN-Charta. Und dementsprechend wichtig war das Thema hier und ist es noch. Nun war ja eins der erklärten Ziele von einigen westlichen Staats- und Regierungschefs, diesen Krieg zu verurteilen, Russland auch zu isolieren. Aus Ihrer Sicht, Sie haben ja jetzt den ersten Gipfeltag begleitet, ist das denn auch so gelungen oder hat Russland doch noch im Kreise von G20 viele Freunde? Naja, viele ist eine mutige Aussage, aber es kann schon noch Unterstützer geben. Wir wissen es nicht genau, denn es wird wohl so sein, wenn wir uns den Entwurf der Abschlusserklärung anschauen, dann ist es so, dass die meisten der G20-Mitglieder den Angriffskrieg Russlands verurteilen. Also da scheint es eine Mehrheit zu geben. Aber, und deswegen gibt es vielleicht die Chance, dass auch Russland dieses Abschlussabkommen oder die Erklärung unterzeichnet. Es gibt einen entscheidenden Satz und der besagt, dass eben nicht alle diese Haltung teilen, dass es auch andere Bewertungen der Lage gibt. Und letzten Endes ermöglicht das all denjenigen, die Russland unterstützen oder zumindest das Vorgehen Russlands nicht verurteilen, auch mit zu unterzeichnen. Wie groß diese Unterstützergruppe noch ist oder die zumindest die Füße stillhalten und sich gar nicht positionieren wollen, wissen wir nicht. Also es ist vielleicht keine geschlossene Front gegen Russland, aber klar geworden ist doch, dass sich die USA, die G7 und die EU durchgesetzt haben, die ja mit dem Ziel angereist sind, dass man hier die Mehrheit der G20-Mitglieder davon überzeugt, Russlands Vorgehen zu verurteilen. Das hat also geklappt. Jetzt würde ich gerne noch mal auf das Verhältnis der beiden Supermächte eingehen, China und die USA. Da gab es ja gestern schon mal vor dem Gipfel ein Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Xi, dem chinesischen Präsidenten. Und das ist ja, zumindest sagen das viele Beobachterinnen und Beobachter, harmonischer verlaufen, als man gedacht hatte. Wie beeinflusst das den Gipfel? Vielleicht noch mal mit Bitte um eine kurze Antwort. Ja, also harmonisch verlaufen. Die Beziehungen sind, was die USA und China angehen, an einem Tiefpunkt. Das hat sich nun gestern durch das Gespräch nicht geändert. Aber man redet wieder miteinander. Die Kommunikation ist wieder aufgenommen worden. Die lag brach in den letzten Wochen und Monaten. Da ist man also zurück. In dem Sinne ja, ein Pluspunkt. Und die Auswirkung auf den Gipfel ist vielleicht dahingehend, dass sich ja gestern Biden und Xi dagegen ausgesprochen haben, dass überhaupt mit Atomwaffen nur gedroht werden darf. Und das wiederum war ein Signal natürlich an Russland. Und das wird Strahlkraft gehabt haben hier auf den Gipfel. Vielleicht ist überhaupt nur deswegen jetzt dieser Entwurf der Abschlusserklärung zustande gekommen. Imke Köhler live von Bali vom G20-Treffen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.